Ich würde sagen, das Klimaproblem besteht in drei Teilen. In dem ersten Teil muss man die Frage beantworten, ist der Mensch überhaupt für den Klimawandel verantwortlich? Und da kann man im Großen und Ganzen sagen, ja, der Mensch ist hauptsächlich dafür verantwortlich, dass die globale Mitteltemperatur steigt, weil er Kohle, Öl und Gas verbrennt und die Wälder abholzt. Die zweite Frage ist, warum sollten wir uns überhaupt Sorgen machen, wenn die globale Mitteltemperatur steigt? Und das ist dann die Frage nach den Klimafolgen, nach den Dürren, nach den Überschwemmungen, aber eben auch nach der Veränderung der Monsundynamik, nach dem Anstieg des Meeresspiegels. Da gibt es große Unsicherheiten, aber das ist das, was wir zu erwarten haben. Und die dritte Frage ist, wenn wir uns darüber Sorgen machen sollten, weil wir den Planeten und das Erdsystem fundamental verändern, wenn wir die globale Mitteltemperatur ansteigen lassen, ist die Frage, wie kann man den Klimawandel begrenzen? Also aus diesen drei Teilen besteht das Klimaproblem. Und wer diese drei Teile schlüssig und überzeugend beantwortet hat, der hat damit auch schon das Klimaproblem gelöst. Naja, also es ist ja so, dass wir lernen müssen, mühsam lernen müssen, dass die Atmosphäre eine begrenzte Deponie ist, so könnte man das sagen, nämlich eine begrenzte Deponie für die CO2-Emissionen. Und wir haben schon eine ganze Menge CO2 in der Atmosphäre abgelagert, sodass also die globale Mitteltemperatur schon um 0,8 Grad gestiegen ist. Und wir können noch 230 Gigatonnen Kohlenstoff dort ablagern, haben aber 12.000 Gigatonnen im Boden. Und das heißt, wir brauchen eine internationale Vereinbarung, dass wir die Atmosphäre als ein globales Gemeineigentum verstehen wollen. Das ist die, wenn Sie so wollen, die klimapolitische Herausforderung. Wir haben aber überhaupt noch nicht gelernt als Menschheit, dass wir globale Gemeinschaftsgüter treuhänderisch verwalten müssen. Das ist nicht nur für die Atmosphäre der Fall, das gilt für die Ozeane, das gilt teilweise für die Wälder. Und diese Einsicht, dass wir auf einem Planeten leben, wo wir Almenden haben, Gemeineigentum, das ist völlig neu. Wir kannten das lokal früher, da gab es die Almendewiesen, wo die Bauern auf eine gemeinsame Wiese ihre Kühe getrieben haben. Aber das ist jetzt globalisiert und auf globaler Ebene relevant. Und dafür haben wir nicht einmal die richtigen Institutionen. Und ich hoffe, dass wir genügend Zeit haben, zu lernen, wie wir solche Institutionen bauen. Denn im Augenblick läuft uns im Hinblick auf die Klimapolitik die Zeit davon. Na, die Kohlerenaissance hat zunächst mal damit was zu tun, dass wir erleben und beobachten, dass wir immer mehr Kohle planetarisch nutzen. Wir haben in Europa das Gefühl, das Zeitalter der Kohle ist längst vorbei. Es ist aber jetzt auf globaler Ebene wiedergekommen, weil die Kohle unglaublich rentabel ist und im Stromsektor in China, Indien, USA genutzt wird. Und wir sehen eben, dass unsere Wirtschaftsweise immer kohlenstoffhaltiger wird. Und diese Kohlerenaissance, die führt eben dazu, dass die Emissionen beträchtlich steigen von Jahr zu Jahr. Aber es geht jetzt nicht nur darum, dass wir den Anstieg verlangsamen, das müssen wir auch tun, sondern wir müssen die Emissionen absolut absenken. Und das ist eine gewaltige technische Herausforderung.